Die erste Nacht im Camper habe ich gut überstanden. Jetzt haben wir Thessaloniki verlassen, in Richtung Süden. Wir haben hier ein wunderschönes Paradies gefunden. Und jetzt seht ihr, wie wir dort herkommen. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you. But I need you. And you're off my radar now. I've lost you. Telling you that I need you. But you're off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm into deep into this flow. A zero sum game that I will lose. There's no sipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Oh, when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless. Can't get enough. Hello, I'm Maria and that's Yannis. We are from Greece. We like very much the camper. But so sorry, we can't use for 4 people. We are waiting. You make a bigger one. Genau, hier in Griechenland sind sie begeistert vom Camper überall, jedem Campingplatz, den wir anhalten. Da können immer Leute die Camper anschauen. Und eben, sie sind zu viert und es hat gut Platz für 2. Und sobald es einen für 4 gibt, den Yellow Camper, für 4 Personen, werden sie sicher daran interessiert sein. This is water tank. So, the sheet. But you can. There's a button here. So, this is actually a table. So, this is a bench. Mm-hmm. So, I can. The bench is here, and this is a table. Ah, you push when it comes in the middle, huh? So, wir sind jetzt in Meteora angekommen. Meteora ist bekannt für die einzigartigen Felsstrukturen hinter mir. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie das von A bis Z abläuft. Wenn wir neu ankommen, angefangen bei Anmeldung, Stellplatz einnehmen, aufbauen, parkieren und so weiter. Yeah, two campers. Yes, how many people? Four people. Okay. So. 50 meters left. New place is ruined. From swimming pool, the hot shower, from here in the restaurant, internet free, it's all. Mikey, Kompliment hast du gut gemacht. Das war es. So, wir müssen uns aber anmelden. Jetzt bin ich staatenlos, ohne Pass. Also, das ist unser Platz jetzt hier. Ich bin nicht der Parkkönig. He? So, aufgestellt. Wer kocht? Müssen wir auch eine Karte ziehen. Gyros vor. Freunde, erstmal ein guter Kick in die Runde. Gut Kick. Das war jetzt ein verdammt harter Aufbau. Es geht immer sehr lang, bis wir das alles aufgestellt haben. Eine Stunde später, wo wir waren, immer noch alle hier am Hocken. Und wir haben bis jetzt noch nichts gemacht. Aber es ist einfach schön am Camp, man kann einfach parkieren. Und einfach eine Stunde bleiben hocken und nichts machen und niemand stört. Und es wird jetzt vielleicht noch den ganzen Abend so weitergehen. Wir haben es gleich noch geschafft, so irgendetwas Brauchbares heute Abend. Der Kevin, unser Koch, hat ein feines Tomatenrisotto gemacht. Ja, wunderbar. Und jetzt tun wir noch essen. Und dann haben wir das Kartenspiel, das wir immer spielen. Biberschwanz heisst das. Und dann gehen wir dann mal alle zusammen schlafen.